Ah, eine Kiste. Sehr interessant, denn diese Kiste können wir gut gebrauchen. Das war nicht die Seite, das war, glaube ich, die andere Seite, wenn ich mich nicht ganz irre. Nee. Aber da sehen wir, wo wir lang müssen. Einmal A drücken. Haha! Jetzt habe ich Xanax. Rauf auf den Turm, wo sie deine Schwester gefangen halten, kommst du nur, wenn du dich zu dem Raum direkt unterhalb des Turms gelangst. Von dort musst du einen Ausgang ins Freie finden. Von außen kannst du den Turm dann besteigen. Alles klar? Jo. Ich dachte, die Kiste müssten wir vielleicht irgendwo hinschieben, aber das würde hier nichts bringen, denn wir können Kisten schieben. Kann ich euch mal zeigen. Hier greifen und dann. Na? Können wir schieben, aber brauchen wir hier jetzt gerade nicht. Dann gehen wir mal weiter. Ein bisschen Zeit haben wir, glaube ich, noch für diese Episode. Ich werde einfach einen fließenden Übergang machen. Also, ich werde mich nicht extra verabschieden. Ich mache das Level jetzt hier fertig. Deswegen nicht wundern, wenn irgendwann ein Cut kommt. Und der kommt nicht jetzt. Nein. So, schnell hier rein. Kein Problem. Wir müssen auf die Mäuse aufpassen, dass die uns nicht erwischen. Okay. Mehr brauchen wir nicht. Und können hier raus. Okay. Jetzt müssen wir nur noch hochkommen. Und ich will mein Schwert wieder haben. Ich fühle mich so nackt ohne mein Schwert. Mein schönes Heronenschwert. So, hier oben hätten wir nochmal eine. Ja, die bräuchten wir sogar. Ich nehme sie einfach mal mit. Ich habe keinen Bock, das Ganze nochmal zu machen. Oh. Man hat immer so eine kleine Zeit, um zu reagieren. Ah, dicke Schweinefresse guckt. Grunz, Grunz. Ja. Ja. Findest wohl nix, wa? Aber jetzt müssen wir stehen bleiben. Ah, es sieht schon, also, die Lichteffekte sind schon sehr cool, muss ich sagen. Ja, wir stehen quasi in ihm drin. Er schiebt uns sogar zur Seite. Können uns jetzt leider nicht bewegen. Auch sehr toll. Ah, jetzt geht er. Sehr schön. Dann können wir jetzt hier weggehen. Ablegen und rennen. Ab nach oben. Anpressen und rüber. Okay. Und auch hier rüber. Alles klar. Und da ist das Schwert. Haha. Direkt vor dem Typen. Der hat da bestimmt nichts gegen, wenn wir uns das Schwert holen. Oder doch? Egal. Denn ich hab's jetzt wieder. Du hast das verlorene Heronenschwert wiedergefunden. Sei in Zukunft vorsichtiger, wenn du willst. Denn du willst es kein zweites Mal verlieren. Natürlich, natürlich. Okay. Battle of the best. Hup, man könnte auch Salto machen. Und Jump-Angriff. Hup. Bam. Ha, bin ich gut. Und die Tür ist auf. Und wir holen noch einen Rubin. Dann gehen wir mal rein, wa? Hm, okay.
Ariel! Gotcha! Und noch zwei andere. Aber egal. Hauptsache Ariel. Das hört sich nicht gut an. Ah, Riesenvogel! Nicht gut. Oh! Ah, nimm, lass mich los! Du blöder Vogel! Wer ist das? Hallo? Onkel? Whatever? Xanax? Xanax? Worauf Xanax? Huh? Komm zu dir, Xanax! Was ist los? Oh? Ein Boot? Aber wer spricht zu mir? Hä? Komisch. Bist du wieder bei Bewusstsein? What the? Schwerer vom Begriff, als ich dachte. Ein sprechendes Schiff! Habe ich dich erschreckt? Auch in unserer weiten Welt ist ein sprechendes Schiff alles andere als eine Alltäglichkeit. Genau genommen bin ich sogar das einzige dieser Art. Wer würde da also nicht erschrecken? Ich bin der rote Leuenkönig. Ja, sehr schön. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin auf deiner Seite. Xanax, ich habe alles mit angesehen, wie du zur verwunschenen Bastion aufgebrochen bist, um deine Schwester zu befreien. Ich habe große Achtung vor deiner Liebe zu deiner Schwester und vor deiner Furchtlosigkeit und deinem Mut. Aber das war zu unüberlegt. Du hast ihn doch auch gesehen, diesen unheimlichen Schatten, der den großen Vogel befehligt hat. Sein Name ist Ganondorf. Dim, dim, dim. Er hatte sich der göttlichen Kräfte bemächtigt und plante, die Welt auf ewig in eine finstere Niederhölle zu verwandeln, bevor er schließlich durch die Kräfte der Götter gebannt wurde. Der Gebieter der Niederhöllen aus der Legende, es ist jener Ganondorf. Ich weiß nicht, wieso das Bannsiegel der Götter versagt hat, aber jetzt, da er wieder auferstanden ist, wird die Welt erneut durch dunkle Mächte bedroht. Übrigens, Xanax, hast du noch immer ernstlich vor, deine Schwester zu retten? Jep. Und du würdest tatsächlich jegliche Unbill dafür auf dich nehmen, sagst du? Jep, jep. Verstehe. Dann will ich dich von nun an leiten und dir sagen, was du zu tun hast und wohin du gehen musst. Ganondorf kann nicht durch die Kraft eines Menschen bezwungen werden und schon gar nicht durch die eines so kleinen wie dir. Aber mit den Kräften, die du am Ende deiner langen und strapazierreichen Reise erlangen wirst, kannst du ihn besiegen. Hast du mich verstanden? Jep. Dann wollen wir sogleich das Segel setzen und aufs große, weite Meer hinausfahren. Da gibt es nur ein klitzekleines Problem. Es ist mir wirklich sehr peinlich, aber ich habe leider kein Segel, das du setzen könntest. Und ohne Segel kommen wir natürlich nie aufs große, weite Meer. So viel verstehst du von sich sicherlich auch, mein Junge. Diese Insel, die weit östlich der verwunschenen Bastion liegt, ist ein Umschlagplatz für alle erdenklichen Güter und Treffpunkt vieler Händler. Wenn du dich ein wenig umsiehst, wird es dir bestimmt nicht schwerfallen, ein Segel aufzutreiben. Meinst du, ich darf dich also bitten, ein Segel für unsere Sache zu besorgen? Jupp. Auf dieser Handelsinsel leben die verschiedensten Menschen.
An solchen Orten kann man viele interessante Informationen aufschnappen. Vielleicht auch Dinge, die später noch einmal wichtig für uns werden. Aber wir haben keine Zeit für einen gemütlichen Landurlaub. Sobald du mit deinen Besorgungen fertig bist, kehre unverzüglich zu mir zurück. Ja, sehr schön. Und zwar sind wir jetzt auf der schönen Insel, die noch nicht gesagt wurde, wie sie heißt. Doch, Portemonnaie. Was für ein Wortwitz. Ja. Und dort gibt es viele Menschen, viel zu sehen, viel Freude, viel Unterhaltung. Schauen wir doch mal, was es hier so gibt. Kleine Kinder, sehr schön. Was willst du? Wir sind gerade sehr beschäftigt. Und nur weil wir so unwiderstehlich süß sind, heißt das nicht, dass wir gleich von jedem angesprochen werden wollen. Ja, süß ist Geschmackssache. Und hier gibt es noch mehr Schweine. Die müssen wir bestimmt wieder fangen, oder? Naja, keine Ahnung. Was ist denn mit dir los? Ich flehe dich an, bitte, junger Mann, bitte. Du musst dir meine Bitte anhören. Wo drückt der Schuh? Meine über alles geliebte und einzige Tochter Dolores wurde von diesen Ungeheuern der verwunschenen Bastion verschleppt. Keiner weiß, was sie sich dabei denken. Sie durchstreifen die ganzen Lande und verschleppen lauter kleine Mädchen, die noch ihre Milchzähne haben. Verhext nochmal. Was wollen die nur mit meiner Tochter? Geld ist bei mir ja wirklich keines zu holen. Ich flehe dich an. Bitte rette meine Tochter. Ich flehe dich an. Zeig es diesen verdammten Halunken der verwunschenen Bastion bitte so richtig. Alles klar. Da muss ich ja sowieso auch irgendwie hin, ne? Was hast du zu sagen? Hier ist es wirklich friedlich. Fast schon etwas langweilig. Die Menschen auf dieser Insel hier würden wohl im Traum nicht daran denken, mal raus auf die hohe See zu fahren. In ihren Geschichten kann man deutlich lesen, dass sie sich weder für Boote noch für Segel interessieren. Außer uns Seemännern weiß wohl keiner, das Leben auf See zu schätzen. Du bist also ein Seemann, ja? Ah, okay. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht mit jedem reden, sondern nur mit Leuten, mit denen ich reden möchte. Zum Beispiel mit dieser einsamen Frau. Ob du es mir glaubst oder nicht, ich war früher mal die Miss Portemonnaie. Und ich glaube, ich kann immer noch gut mit jungen Dingern mithalten. Ja, glaubst auch nur du. Oh, das sieht doch ganz nach irgendwie, ne? Tränken aus. Gehen wir mal rein. Hallo? Hallo? Hi. Guten Tag und willkommen in meinem kleinen Schleimelixiriat. Lass mich dir versichern, dass meine Elixiere alle vortrefflich wirken. Das wirst du gar nicht glauben können. So sehr wirken die. Wie bitte? Schleim ist dir kein Begriff? Also kein Begriff? Sag mir, dann weißt du also auch nicht, was Schleimgelee ist. Überaus zäh und robust und dabei rein natürlich. Das ist Schleimgelee. Dank wundersamer Bestandteile, auch wundersam wirksam und weltweit in aller Munde. Nun ja, zumindest lässt sich wahrlich wunderbares und wirksames Elixier daraus herstellen. Nun, wenn du eine leere Flasche bei dir hast, dann kann ich dir gleich mal eine Kostprobe einfüllen, die dich restlos überzeugt und zu meinem Stammkunden macht. Sag mir, hast du eine leere Flasche dabei? Nee, habe ich nicht. Ich würde aber gerne diese Flasche kaufen. Ja, okay, der sagt mir aber, obwohl, kann ich jetzt kaufen? Füllt die gesamte Energie mit einer Flasche wieder auf. Bei Erschöpfung die absolute Rettung. Kann ich es kaufen? Kaufen! Na, ich habe keine leere Flasche. Ja, ich lese jetzt da nicht alles vor, das ist nur Shop-Gequatsche. Sehr doof, sehr doof. Aber was sollen wir machen? Ich muss jetzt mal eben nebenbei einen Schluck zu trinken nehmen. Denn vom ganzen Lesen bekommt man doch so einen kleinen trockenen Rachen. Okay, weiter geht's. Was hast du zu sagen? Du suchst ein Bootssegel? Und warum fragst du dann mich? Sieh etwa aus wie ein Seemann. Ich habe gerade eine depressive Phase. Frag doch den eingemummten Typen da vorne und lass mich in Ruhe. Okay. Was gibt's hier? Nix. Außer viele teure Vasen. Ach, du! Das macht wohl Spaß, was? Einfach so die kostbaren Vasen in anderen Leuten Häusern kaputt zu schlagen. Zerbrichst du noch mehr?
kommst du mir aber nicht so einfach davon. Dann leistest du mir nämlich Schadensersatz, damit wir uns da richtig verstehen. Ja, okay. Leider war da auch nichts drin. Dann lassen wir das mal lieber. Okay, weiter geht's. Zwei Leute, die quatschen, die sind nicht wichtig. Hier ist ein eingemummter Typ. Es tut mir leid, aber hier ist unbefugter Zutritt verboten. Bitte steht, ich bestehe darauf, bitte geh. Ja, und was, wenn ich jetzt hier hingehe? Ich komme aus einem fernen und kalten Land, wo die Eiswinde wehen. Mein Weg hat mich immer über das verwunschene Meer bis hierhin nach Portemonnaie geführt. Ich war gerade auf See, als dieser Monstersturm mein Boot und Schiffsfrick... mein Boot zu Schiffsfrikassee verarbeitete. Mann! Als ich hier auf dieser Insel wieder zu mir kam, war da noch dieser andere Kerl. Aber sie haben ihn direkt eingebuchtet, weil er, nun ja, etwas verdächtig aussieht. Jetzt wird er wohl in einer Zelle irgendwo auf dieser Insel sein. Der arme Kerl geht mir nicht aus dem Kopf. Könntest du ihm vielleicht aus seiner misslichen Lage helfen?